Juristischer Gedankensalat.de präsentiert. Unvermeidlich steht sie nach den Klausuren an. Die mündliche Prüfung im ersten Examen. Für viele ein Rettungsanker, um die Note zu verbessern. Für andere ist es leicht gemacht. Und wiederum andere sehen genau diese Prüfung als Horrorszenario an. Literatur zur Vorbereitung auf die Prüfung gibt es wenig. Jetzt ist ein neues Skript hinzugekommen aus dem Hause Altmann-Schmidt. Das Konzept dieses Skriptes beruht nicht darauf, prüfungsrelevantes Wissen erstmalig zu vermitteln, sondern es setzt schon Kenntnisse voraus, auf denen dann aufgebaut wird. Ein großer Teil des Skriptes dient aber dazu, zwischen Klausur und mündlicher Prüfung eine mentale Unterstützung zu geben. Es soll gezielt vorbereiten auf den Kurzvortrag, auf dessen Erarbeitung und auf eine kleine Wiederholung der möglichen Fragen, die kommen können. Basierend auf diesem Konzept besteht das Skript aus 6 Teilen. Der erste und auch größte Teil beschäftigt sich mit der mündlichen Prüfung als solches. Es geht um die Vorbereitung, es geht um die Ausgestaltung und es geht um die vielen kleinen Hinweise und Tricks, die während der Prüfung durchaus eine Note retten können. Der Autor gibt hier ganz praktische Hinweise und vor allem auch Antworten auf das Mysterium mündliche Prüfung. Wie setzt sich die Kommission zusammen? Was ist mit dem Mitprüfling? Welche Bedeutung haben die Klausurnoten? Wie lange dauert die Prüfung? Was ist eigentlich mit dem Kurzvortrag? Was sind No-Gos? Wie werden die Noten berechnet? Und wie findet eigentlich die Verkündung der Noten statt? Insbesondere der erste Teil kann in der Vorbereitung auf das Prüfungsgespräch eine wunderbare mentale Stütze sein. Er nimmt die Angst vor dem Unbekannten. Hier wird das erste Mal gut strukturiert und auf den Punkt beschrieben, wie die mündliche Prüfung gestaltet ist. Mental gestärkt geht es in den folgenden 4 Teilen um mögliche Prüfungsfragen aus den einzelnen Rechtsgebieten. Hier reiht sich nicht Frage an Frage, sondern der Autor hat den Weg gewählt, die wichtigsten Kernpunkte aufzuschreiben. Definitionen, Prüfungsreihenfolgen, mögliche Fettnäpfchen, alles gut aufbereitet. Die einzelnen Rechtsgebiete schließen mit einem prozessualen Teil ab. Es soll ja einige Prüfer geben, die gezielt prozessuale Fragen stellen, weil allgemein gesagt wird, das Prozessrecht wird stiefmütterlich behandelt. Der 5. Teil dreht sich um die juristische Allgemeinbildung. Hier kann durchaus auch mal ein Joker sitzen. Es wird gefragt nach den Grundlagen, nach einem Who is Who der Rechtswissenschaft, Rechtslatein und, oft unterschätzt, aber dennoch wichtig, Rechtsgeschichte. Zum Abschluss und damit die Nerven doch noch ein bisschen flattern können, sind jeweils ein Aktenvortrag aus dem Zivilrecht, dem Strafrecht und dem öffentlichen Recht abgedruckt, jeweils mit Sachverhalt und Lösungsvorschlag, wobei die Lösungsvorschläge kurz und knapp gehalten sind, sodass sie ungefähr in den Zeitrahmen passen. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Ein durchdachtes Skript, was einen nicht zu unterschätzenden psychologischen Faktor hat, nämlich die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen. Die mündliche Prüfung ist für viele so etwas wie das Wandern im Nebel. Aber gerade das macht der Autor sich zunutze. Er räumt auf mit bestimmten Klischees, er gibt hilfreiche Tipps und es geht trotzdem intensiv um die einzelnen Rechtsgebiete, aber eben so aufbereitet, dass sie in der mündlichen Prüfung abgefragt und wiederholt werden können. Empfehlenswert nicht nur für diejenigen, die die Klausuren schon geschrieben haben, dann wäre es ja so eine Art Notanker, sondern auch für diejenigen, die sich im REP befinden, gegebenenfalls auch schon die Prüfungssimulationen an der Universität mitmachen. Es kann nicht schaden, gezielt die mündliche Prüfung als Chance zu sehen, nicht nur für Wackelkandidaten. Aufgrund des abgefragten Wissens in dem Skript würde ich persönlich eher dazu tendieren, es Studenten ans Herz zu legen, die in jedem Fall die große Übung hinter sich haben und die parallel zur Klausurvorbereitung den mündlichen Bereich nicht ganz vergessen möchten.